Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist... Ich bin Tibor! Oh nein. Oh, ich hab's versucht. Okay, willkommen zurück bei Black Mesa. Auf Raffek nicht, Apple. Ja, und zwar sind wir jetzt hier auf einer Zugfahrt. Die ist nämlich lustig. Und schön. Und jedenfalls kommen wir irgendwo an. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Wenn wir nicht hier nicht wieder mit 8000 km/h in radioaktive Seuche fallen. Genau. Hier war ja gerade noch so ein bisschen übelst die Action. Aber jetzt ist es auffällig ruhig. Na, mal schauen. Das ist so ein bisschen... Ja, so richtig atmosphärisch gerade. Auf jeden Fall, ja. Und hier sieht es auf jeden Fall aus, als wäre... Ah, ich muss hier runter. Oh! Also, okay. Ja. Das war jetzt auch so richtig... Sieht jetzt aber auch ein bisschen super unsafe aus, deswegen... Versuchen wir uns mal hier aus dem Wege hinaus zu befördern. Also abhauen. Genau, auf Deutsch abhauen. Ja, das war ja nicht so schwer. Genau, jetzt können wir nämlich abtauchen. Okay, aber da können wir mal rennen anscheinend irgendwie. Nee, da können wir nicht rennen. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd, weil da gibt's... Okay, gehen wir erstmal die Leiter hoch. Na, wieder die Mistviecher. Mistens. So, gut, naja, war ja nicht so schwer. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo dann auch wieder auf anderer Seite runterkommen. Ja, das sieht auf jeden Fall so danach aus. Ja, sehr gut. Schön wieder ein bisschen Zeug eingesammelt. Und jetzt sind wir hier in dem Raum drin, genau. Geil, geil. Jetzt sind wir gleich wieder voll geladen. Okay, das funktioniert nicht. Das sieht auch nicht so aus, als würde da noch irgendeine Funktion dahinter stecken. Vielleicht kommen wir jetzt hier wieder raus. Natürlich. Ja, tatsächlich. Kieke an. Dann wollen wir abtauchen, oder was? Ja, dann war das bestimmt nur ein optionaler Weg. Das kann sein. Ja, die Leiter ist aber bestimmt nicht umsonst da, hm? Wahrscheinlich, dass man da auch wieder rausklettern kann. Aber na gut. Wir gucken es uns einfach mal an. Und speichern natürlich vorher. Weil wir sind ja nicht so doof. Genau. Oh, das sind da hier drüben. Ach so, da können wir, siehst du, guck mal, da müssen wir wahrscheinlich auch hin. Blub, blub, blub. Da kannst du bestimmt wieder nichts. Na so. Naja, ob wir da noch an dem anderen Ding was reinstecken müssen? Vermutlich. Und ich schätze mal, das wird das Kabel sein, was hier irgendwo rumfliegt, hä? Aha, kicke an. So, kriegt das jetzt auch in der Hand, ja. Ja, tatsächlich. Ist ja der Hammer, hä? Coolio. Na, und was bewirkt das jetzt? Tja, das fragt man auch. Gar nicht straff oder so. Na, wahrscheinlich kriegen wir damit das Tor auf. Hm? Achso, genau. You know, hm. Naja, so Stück für Stück geht's jetzt immer weiter wieder. Bin mal gespannt, was diese Lambda-Typis denn da im Grunde endgültig machen wollen. Ja, auf jeden Fall. Damit sie das Problem behösen. Behösen? Lösen. So, das haben wir jetzt nicht erreicht. Achso, guck mal, da ist auch noch einer. Oder was? Kann man den bewegen? Nö. Gut. Dann bin ich ratlos. Nee, Quatsch, wir finden das schon raus. Ja. So, jetzt ist es an. Ach so, ja, na gut, jetzt ist genau, natürlich. Genau, wir mussten es ausmachen, um das dran zu stecken, um es jetzt wieder anmachen zu können. Genau. Jetzt können wir nämlich hier Ding Dong machen. Super. Oh, jetzt kommen da hinten wieder Viecherts. Hi. Sonst noch einer? Da, alles klar. Also, es scheint ja immer so ein bisschen, als wär so eine Art Dimensionsloch. Definitiv. Tja, die Frage ist, warum sind da Löcher in der Dimension? Und wie will man diese wieder zukleben? Quasi. Da braucht man ja einen besonders starken Klebestreifen, wie Christopher. Ja, da wird Uhu nicht reichen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Mensch. Du. Secure Access. Gut, jetzt haben wir ja viel geschafft. Ich dachte gerade, spielt sie auf Young. Das war... Nee. So, ja. Hä? Okay, da sind lustige Viecher. Ja, na, was haben wir jetzt damit erreicht? Das traf ich nicht. Ey, Leute, ihr müsst... Also, das wirklich so sehen, wenn man so einen Kanalnamen hat. Und wir sagen wirklich oft Traffic nicht im Alltag. Daher haben wir ja auch den Kanaltag. Kanalabend. Tag, Tag, Tag. Den Kanalnamen her. Und wenn man es jetzt sagt, dann ist das irgendwie komisch. Vielleicht müssen wir jetzt das andere Kabel rausziehen. Ich vermute einfach. Ach nee, das haben wir ja nicht rausbekommen. Nee. Scheiße, aber ich versuch's trotzdem nochmal.
gut. Nee, nee, funktioniert nicht. Ach. Gut. Hast du jetzt... Das ist ja schon wieder Mist, schon wieder tricky hier in so einer Gelegenheit. Nenn ruhig das Problem beim Namen. Das ist Mist. Das ist Kacke. Das ist... Ja, okay. Piep. Das ist richtig blöd. Genau. So, wie kriegen wir das... Au, oh, Mann. Ruhig. Hier. So, ah, ganz kann, schnell hier, kann man hier ohne drücken, siehst du. Mann, ey, was man auf immer halt drücken kann manchmal. Ja, ja, komm. Oh, jetzt kommen auch wieder Viecher. Ich kenne. Boah, was ist da denn los? Hier rüber! So, wo ist er denn? Da. Fahr einfach los, würde ich sagen. Okay. So, dann geht unsere lustige Zugfahrt jetzt weiter mit... Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön, na, 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 viele Dinge sehen schön. Kannst du den Text, ey? Nee, auf keinen. Du? Nee. Sollte man mal googeln. Dann ist das ein Scheißlied. Ja, eine Zugfahrt, die ist lustig, Lyrics. Lyrics. Gut. So, das ist halt wieder so... Dass sie da nicht mal musikalische Untermalung oder sowas drunter machen können, also... Naja, das meine ich. Die machen musikalische Untermalung, wenn du in dem übelsten Alien-Krieg gerade steckst. Weißt du, wo du das eigentlich nie brauchst? Ja, ja, das verstehe ich nicht. So, gibt's hier was? Nö, nö. Gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Da, da. Da, da. Hui. Hm. Wir können ja hier einfach mal gucken. Mhm. Okay. Aha. Das ist aber interessant. Ja, sieht auch nicht gerade spektakulär hier aus. Ja, kann ja sein, dass man hier wenigstens irgendwie Munition oder sowas findet. Nö. Muss ja nicht sein. Nö. Hier vielleicht. Da ist doch irgendwas. Oh, und Gordon Freeman, sagt Gordon Freeman eigentlich mal irgendwie irgendwas? Gordon Freeman! Ja, so am Ende des Spiels. Oh, was ist denn da los? Alter! Entspann dich! Alter! Der will nicht sterben! Oh Gott! Alter, der hat mir jetzt... Oh Mann, und das ist noch so ein Teil. Okay. Ah! Didit! Ah, das ist ja genau Ach, du Ecke. Scheiße! Oh Mann. Oh, das war wieder nix. Jo! Völlig zerfällt. Hier ist noch irgendwo eins. Scheiße, hier ist noch irgendwo eins. Au, 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 da. Zack, zack, zack. Nee, das ist nicht. Das ist nicht, nee. Ach, wat. So nennen wir die Folge. Mann, ich bin einfach... Achso, du bist einfach noch reingelaufen in, naja, in den Laser. Das ist das Problem, ja. Fuck, das hat mir jetzt echt ganz schön viel gekostet. So, naja, das sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. Gut. Achso, hier kommen wir dann wieder hoch, ja. Also mit dem Fahrstuhl müssen wir irgendwo hier hochfahren, habe ich die Vermutung. Finden wir hier bestimmt auch irgendwo irgendeinen Hebelschalter, habe ich gesagt. Oder? Ladedaten. Ja, mal schauen, ja. Also irgendwo... Also meinst du, dass wir jetzt mit dem Zug immer noch weiter müssen? Naja, ehrlich gesagt, glaube ich, da bald nicht mehr dran, wa? Weil da war ja jetzt kein Schalter oder so. Naja, deswegen. Na gut, dann versuchen wir das mal. Ohne... Hilfsmittel. Wir können auch ohne so einen Zug. Oder? So. So, fertig geladen. Weiter geht's. Das ist geil. So, ist ein Teil. Wo ist denn die Selbstschussanlage? Die Selbstschissanlage. Das ist so richtig komisch ruhig gerade. Ja, das finde ich auch sehr komisch, ja. Man weiß gerade auch ja nicht, was man so richtig sagen soll, ne? Hm. Ah, Delta Team. Klar, jetzt kommen sie wieder, die Heinis. 48 HP. Alter, Alter. Na siehst du, naja, sieht gut aus. Hat doch schon mal ein Süd funktioniert, ja. Zwei? Weg. Ach Kick, ich hab wieder meine Knallgranaten. Ah, die so schön knallen. Geil. Okay, okay, 73 HP sind da schon mal wieder ein guter Anfang. Gut, hier wären wir eh nicht weitergekommen, wie es aussieht. Jo.
diese Kontakthaft-Dinger, die bringen irgendwie auch nichts, halt, dafür. Also ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, wo man die einfach hätte einsetzen können. So diese Wand-Dinger, weißt du? Naja. Aber für irgendwann müssen sie ja mal gut sein. So. Naja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alles noch mehr Viecher? Na, das sind dann Soldati. Achso, Soldati. Ja. Soldaten. Herr Soldatin. Ja, Soldatin, so heißt es einfach. Heilige Mutter Gottes! Sag mal. Ja, diese Soldaten, die gehen mir richtig auf den Sü. Mir auch, ey. Das ist richtig scheiße, was die machen. Ach, guck mal hier. Oh. Oh, ups. Was ist scheiße? Gerade habe ich angefangen, mich einsam zu fühlen. Und schon bin ich tot. Was war denn das, Typ? Ja, sorry. Ist das so deine Art, mit Menschen umzugehen? Ja, hi. Mann, ich habe überreagiert. Ja, ein wenig. Der wird dir schon irgendwann verzeihen. Kommt nicht mehr vor. Okay. So, jetzt habe ich schon 3 Knallgranaten. Schön, schön. Ja, ich will jetzt zielen, ist nicht mehr meins. Ja, das meinte ich nicht. Ja! Okay. Stark. 1, 2. Stark. Hinter dir, Mensch, siehst du doch. 3. Und nicer weg. Header. Sehr schön. Straight up ahead into the head. Hä? Na gut, hier können wir uns wieder ein bisschen Lebensenergy, das ist schon mal sehr geil. Mann, ich will jetzt unbedingt, will man jetzt raus aus diesem ganzen Mist hier. Och ey, also langsam nervt das wirklich. Ja, fast so nervig wie, gefällt mir Seiten von Facebook von toten Schauspielern und sonst welchen Leuten, die gerade gestorben sind. Wink beim Zaunfall. Genau. Ja, jüngst hat sich zugetragen, dass jetzt hier eben jemand gestorben ist im Schauspiel aus Hollywood. Also jetzt nicht beim Schauspiel gestorben. Aber, und dann hast du halt immer gleich so dieses... Ja, sofort ist da irgend so ein Heini, der sich denkt, boah, durch den Tod von dem kann ich jetzt richtig schön Profit schlagen und, oder halt Likes Klicks erhaschen. Und Likes erhaschen und muss jetzt so eine Rest in Peace sonst was Seite machen und ja, und dann hast du innerhalb von einem Vierteltag da schon 800 Millionen Likes drauf jetzt mal blöd gesagt, übertrieben und das finde ich einfach nur so richtig schön kacke, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde einfach, ja, also ich finde es ja in Ordnung, wenn klar ist, ist das ein Mist, wenn einer stirbt da. War jetzt auch in dem Fall echt ein cooler. Aber das so auszunutzen, um daraus so einen Hype dann wieder zu machen, das finde ich einfach nur zum Kotzen, ganz ehrlich. Ein Like gleich ein Respekt. Ja, das wäre nur so eine dumme. Ach nee, das geht einfach gar nicht. Ich hasse, er kriegt echt. Ach so, hier ist ein MG. Na, Kieke. Jetzt sollen sie mal kommen. Und das ist mein MG. Ihr Penner! Gut, naja, die haben wir ja nie gebraucht, weil wir sind ja so im Bar. Weil wir sind. Wir sind noch nicht mal im roten Bereich. Mann, sind wir cool. Cool, cool. So, was wollen wir denn hier oben überhaupt? Das sieht aus wie Raketenantriebe. Gut, damit haben wir jetzt nichts erreicht. Müsst doch mal langsam auf diese Team Lambda stoßen. Ich meine, wie, was ist denn das überhaupt hier für ein Komplex? Also warum, das ist ja ewig 1000 Millionen Jahre groß. Irgendwie, ne? Irgendwie, ne? Also die Größeneinheit Jahre ist sowieso schon mal gut. Lichtkilometer. So, naja, jetzt kommen wir auf jeden Fall... Na, das kannst du auch vergessen, Kumpel. Oh, das hast du aber jetzt geschnallt. Hätte ich jetzt irgendwie... Hätte ich jetzt gar nicht gepeilt. Kickst du, wa? Ja. Penner. So. So, dann sieht das Energy technisch jetzt wieder geil aus. Besser. So. Dann speichern wir jetzt erstmal genau. Und dann müsste ja theoretisch jetzt fast schon wieder das nächste Kapitel kommen, weil auf den Schienen ist ja nun. Vorbei. Jetzt vorbei, ja. Das ist richtig. Das ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt hier überhaupt noch? Wir sind jetzt im 8. Kapitel. Dann kommt jetzt bestimmt bald das 9. Wir neigen uns so langsam. Also langsam. Noch nicht. Ich will noch nicht zu sehr jetzt hier anprangern, aber so langsam. Also eigentlich noch nicht mal annäherungsweise, aber irgendwann. Dem Ende zu. Genau. Ups, Entschuldigung, Christopher, ich habe mich daneben benommen. Ist in Ordnung. So, und dann gehen wir hier mal durch. Rakete. Gut. Was? Boah! Wilden Arsch! Typen.
Scheiße, ich komme da auf den Spruch nicht klar. Mit Arschtypen? Nee, Scheiße, Scheiße, Sanitäter, Scheiße. Das ist total geil. Ja, das stimmt. So, jetzt drücken wir mal auf. Ups, okay, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Alles klar, Sir. Ja. Gut, vielleicht muss ich auch gar nicht raus. Muss ich hier noch irgendwas machen? Also hier scheint auf jeden Fall noch so eine Heinis on the road zu sein. Naja. Ach man, Treppe hoch. Hoch, hat gesagt. So, ja, wo sind sie denn, die Typen? So, was haben wir jetzt damit erreicht? Frage ich mich. Schwierig. Geht's nochmal irgendwie jetzt höher wieder oder so? Achso, warte mal. Nee, natürlich nicht. Ah, ja, es geht höher. Ah, ja. Wir müssen dann jetzt bestimmt nämlich da oben rennen, genau. Und da sind, ist auch der Typ. Gasseleitern. Ich hasse dich. Ich dir auch. Danke. Kein Problem. Bin ich ein tolles Team? Nein. Okay. Okay. Na gut. So, mal schauen. Genau, jetzt kannst du die Uhr noch drücken. Ja, ich schätze mal, da muss ich hier nochmal hochgehen, wa? Und dann können wir uns mit dem Ding wahrscheinlich in den Tod stürzen. Ey, irgendwie so kurz vorm Ziel. Ach, das war wahrscheinlich die letzte Etage und alle so, oh, jetzt hat er gleich geschafft. Genau, dann, ich stell mir gerade vor, wie sie alle mit Popcorn davor saßen. Mann, und. Ey. Ich. Okay. Tja. Hä, hey, wo sind die denn jetzt gerade? Hast du hier das letzte Mal gespeichert? Ja, oder? Warum lebt denn das blöde Ding noch? Ja, ich hab hier scheinbar das letzte Mal gespeichert. Na und? Ja, ist ja nicht weit. Guck mal. Ja, ist okay. Ja, jetzt kommen halt nochmal die Typis hier, genau. Das waren jetzt drei Magazine für zwei Leute. So richtig zermenzelt, Alter. Also wirklich durchlöchert vom Herrn. Schön mit ganz viel Quälen und alles. Ja. Hi. Okay. Wir wollten noch weiter hoch. Kann man keinem erzählen, dass wir mal Counter-Strike gezockt haben? Ey, ohne Scheiß, auf gar keinen Fall. Komm jetzt! Oh. Okay. Wo sind sie denn? Das musst du hier. Guck mal, da ist Himmel. Naja, klar, das ist ja auch eine Rakete. Ach, das ist eine Rakete? Ja. Da war ein Witz, Mann. So, na gut, dann drücken wir mal auf den Knopf hier, wa? Glücksmode knüpfen. Und los. Oh, Mann. Na? Mach den Putt. Genau, so. Genau. Und bevor wir diesen Knopf drücken, müssen wir euch leider heute mal mit einem richtig schönen Cliffhanger, ja? Muss auch mal sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und mal gucken, was uns dann erwartet.